ihr Lieben, heute gibt es ein ganz besonderes Oh-la-la. Und zwar gibt es ein Wildkräuterkompott. Habt ihr vielleicht noch nicht so oft gehört, wird aber höchste Zeit. Drei Zutaten braucht man dazu. Eine Zutat schenkt uns die Natur und dann braucht ihr noch ein bisschen Rohrzucker und eine Vanilleschote. Das ist alles. Und zwar machen wir dieses wunderbare Kompott, das sehr rhabarberähnlich ist und fast überall wächst, auch bei euch in der Umgebung. Und wenn ihr nächstes Mal spazieren geht, werdet ihr es sehen und dann werdet ihr bewusster damit umgehen, werdet sagen, Mensch, das ist der japanische Riesenknöterich, den die Andrea in Oh-la-la zum Kompott gemacht hat. Und dann, schaut mal, habe ich den ja heute schon geerntet, wo und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch gleich, weil ich habe auch die Kamera mit nach draußen genommen. Und ich möchte aber in der Zwischenzeit euch noch ganz kurz etwas zu ihm sagen. Es ist ein Neophyt, so werden Pflanzen genannt, die mal durch Samentransport zu uns gekommen sind, aber eigentlich nicht aus unseren Regionen nativ hier wachsen. Er wächst 20 bis 30 Zentimeter an einem Tag, also so viel in etwa, so viel. Der ist ganz, ganz kräftig und er ist vom Geschmack her eben, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen wie Rhabarber. Er hat auch diese Oxalsäure. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr mal draußen seid und diese Pflanze erkennt, ich zeige sie euch im Spätsommer, habe ich schon gefilmt, weil die mich so fasziniert. Da wird der Stamm so wie Bambus und im Frühsommer, wenn die Triebe so ganz, ganz frisch sind, dann kann man die so schälen. Und dann hat man die so ein bisschen wie Spargel, kann man sie schälen und da kann man dann dem Moment, auch wenn man unterwegs ist und eine Wanderung macht, reinbeißen und hat eine tolle Erfrischung. Und eben könnt ihr dieses Kompott draus machen, seht ihr, wie zart das jetzt hier abgeschält ist. Und da könnt ihr es einfach reinbeißen. Natürlich zieht es so zusammen, weil das so lecker sauer ist. Hat auch viel Vitamin C, natürlich Zellstoff. Also wunderbar, ganz, ganz gesund. Das heißt, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, dass ich die alle so schäle, wie ich das jetzt gerade abgeschält habe, um das zu essen, sondern ich habe eine spezielle Technik erfunden, sage ich jetzt mal. Weil ich sage, ich habe sie erfunden, weil ich sie noch nie bei jemand anders gesehen habe. Ich habe generell noch nie jemanden gesehen, der japanischen Riesenknöterich geschält hat, aber egal. So, ich zeige euch das mal hier. Bei dem japanischen Riesenknöterich gibt es hier diese Pflanzenknoten. Das sind die Punkte, an denen er immer zum nächsten Wachstumsschub geht. Und darum ist es so ein bisschen holzig. Das heißt, hier fange ich an mit einem Messer so ein bisschen hin und her zu rubbeln. Und nur das muss ich eigentlich wegmachen. Und dann ziehe ich hier so diese Fäden raus. Diese Fäden kennt ihr, das sind so lange Fäden, die ihr wie vom Rhabarber kennt. Ich zeige das hier dran nochmal. Und jetzt nehme ich halt diese Fäden und ziehe die so raus. Das ist letztendlich alles, was man machen muss. Und das mache ich an den Knotenpunkten. Umso jünger die Triebe sind hier oben, umso zarter sind auch die Knotenpunkte. Dann spülen wir das einmal kurz im Becken. Dann schneiden wir es klein, überdecken es mit den 200 Gramm Zucker, lassen es ziehen. Dann kommt aus dem Knöterich direkt schon das ganze Fruchtwasser. Und dann müsst ihr kein Wasser dazugeben, wenn ihr das Kompott kocht. Und während ich das jetzt weiter putze, zeige ich euch mal, wie ich den gepflückt habe. Gepflückt oder geerntet, wie kann man das denn sagen? Ich habe ihn gepflückt, habe ich das Gefühl. So, hier bin ich an einer Stelle an der Isar. Und hier kommt er auch schon, die ganzen jungen Triebe. Zeige ich euch jetzt gleich. Kann man sehr leicht mit einem Messer abschneiden. Und die Nuka ist natürlich beim Pflücken dabei und findet es auch sehr interessant. Will gleich einen haben, wird aber gleich merken, wie sauer es ist. Also hier sind die ganzen jungen Triebe. Wie gesagt, ich zeige euch auch, wie saftig die von innen sind. Und seht ihr das ganze schöne Fleisch. Und hier schäle ich es nochmal, damit man, wenn man unterwegs ist, bei einer Wanderung einfach in was Frisches reinbeißen kann. Mmh, köstlich. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir also 1500 Gramm von unserem japanischen Riesenknöterich geputzt und geschnitten. Die mache ich jetzt in den Topf.
und muss jetzt alles rein. Dann kommt es drauf an, mögt ihr es ein bisschen süßer, mögt ihr es ein bisschen saurer. Ich nehme jetzt auf die 1500 Gramm 200 Gramm Rohrzucker. Wenn ihr es ein bisschen süßer mögt, dann nehmt ihr einfach ein bisschen mehr oder ihr nehmt die 200 Gramm auf, einfach nur auf ein Kilo. Und die streuen wir jetzt hier rüber. So. Könnt ihr auch gerne einmal durchrühren. Wichtig ist jetzt, dass wir es ein bisschen stehen lassen, weil durch den Zucker wird jetzt die Flüssigkeit rausgesogen. Einmal umrühren. Und dann können wir nachher einfach so anfangen, das Kompott zu kochen. Wir müssen gar nicht doll Wasser dazu geben. Das heißt, wir haben also wirklich ganz viel intensiven Geschmack und alles, was uns die Pflanze hergibt. Unsere Vanilleschote mache ich erst rein, wenn ich es nachher aufkoche. Das heißt, ich räume jetzt hier ein bisschen auf und in der Zwischenzeit zeige ich euch noch, wie der japanische Riesenknöterich aussieht im Spätsommer. Da habe ich den nämlich auch noch mal gesehen. Da ist die Pflanze dann so ziemlich fast an die 2,5 Meter groß und der Stamm ist richtig Bambus geworden. Also es ist für mich eine ganz faszinierende Pflanze und dass ich daraus jetzt auch noch Kompott machen kann, verfeinert und verbessert mein ganzes Weltbild. So, hier seht ihr es, der Spätsommer, wie wahnsinnig hoch diese Pflanze gewachsen ist. In der traditionell chinesischen Medizin wird sie auch viel eingesetzt und vor allen Dingen wirkt sie auch stark antioxidativ. Hier könnt ihr sehen, diese Stämme sind jetzt richtig kräftig, nichts mehr mit Schneiden, da muss man richtig sägen. Und hier seht ihr auch, wie holzig das ist. Ob man nur Musik machen will oder sich für draußen einen Unterstand bauen möchte, für alle Outdoor-Fanatiker, eine Riesenpflanze, ein Riesenspaß, um sich ein kleines Dach zu bauen. Seht ihr auch, wie kräftig die geworden ist. Hier kann man auch Schnitzarbeiten machen. Die Fäden sind jetzt natürlich auch viel kräftiger. Und im Allgemeinen ist es einfach eine faszinierende Pflanze. Die Blätter sind so weich und zart und trotzdem so stabil und kräftig. Also eine Pflanze, an der wir nicht einfach so vorbeigehen sollten. Und hier noch die wunderschöne Blüte. So ihr Lieben, unser Knöterich hat jetzt eine Stunde hier in dem Topf gestanden mit dem Zucker. Und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, wie schön da Fruchtsaft rausgekommen ist. Seht ihr das? Wunderbar. Jetzt können wir das einfach aufsetzen. Macht das mal auf 8. Und jetzt braucht das Ganze so eine Viertelstunde und dann ist das Kompott fertig. Ja? Jetzt möchte ich nur noch meinen Vanilleschote da dran machen. Ich bin da ganz komisch. Also wenn ihr einen Vanillegeschmack haben möchtet, also Vanille, nicht Vanillinzucker kaufen. Das ist nämlich alles nichts. Und die Schote, wenn die nachher leer ist, mache ich die in ein Glas, wo ich Zucker drin habe und dann zieht das an. Dann habt ihr euren eigenen Vanillezucker gemacht. Also so eine Schote ist ja meistens in diesem kleinen Glas. Dann schneidet ihr das am besten in der Mitte auf. So. Und dann klappt man die so ein bisschen auseinander. Und jetzt müsste das eigentlich sehr gut funktionieren. Das riecht schon so gut und so wild und auch so würzig. So, und jetzt haben wir die richtig schön aufgeklappt. Das seht ihr. Und jetzt wird es ausgekratzt. Und das hier, das ist das Vanillemark. Ja, und nicht Vanillinmark. Vanillin ist zwar ein natürliches Aroma, will ich euch nur kurz sagen, wird aber aus Holz gewonnen. Das heißt, Vanillinzucker, wenn ihr so eine Packung kauft, dann ist das ein Holzaroma, wie im Erdbeerjoghurt auch. Aber das hier ist Vanille. Und die machen wir jetzt hier rein. Mmh. Wunderbar. Und so eine Schote, da könnt ihr wirklich eine ganze Weile was mitmachen. Muss ja nicht einmal die ganze Schote fertig sein für einen so einen Kompott. Da muss man wirklich drauf aufpassen, wenn man seine Lebensmittel herstellt oder auch wenn man Lebensmittel kauft, was da für E-Nummern sind oder wie Aromen benannt sind. Das kann ich auch mal, ist nämlich echt eine Wissenschaft für sich, muss ich sagen. Und wir werden da als Verbraucher ganz schön oft verarscht, ja. Aber da mache ich vielleicht auch mal ein Video drüber. Gut, also ich mache mir jetzt, es reicht mir. Mach die wieder hier zurück. Da ist es, das ganze Haufen Vanille. So.
Als Wasser füge ich allerhöchstens das hinzu, was jetzt verdampft an Flüssigkeit. Das heißt, ich mache so 100 Milliliter Wasser dazu, einfach nur, damit es schön saftig bleibt. Und das lassen wir jetzt einfach köcheln. So, also hier kocht es fröhlich vor sich hin. Jetzt wollte ich euch nur noch mal zeigen. Falls ihr jetzt hier noch so Stücke drin habt, wie zum Beispiel dieses hier, das könnt ihr ganz leicht an der Wand hier zerdrücken. Ihr könnt euch jetzt aber auch generell entscheiden, möchtet ihr das Kompott jetzt noch pürieren oder mögt ihr das? Wollt ihr diese etwas größeren Stücke noch drin haben? Die sind auch noch ein bisschen knackig. Ach, das schmeckt köstlich. So toll. Weil totkochen sollt ihr es ja nicht. Das heißt, wenn ihr also nicht möchtet, dass da noch so ein bisschen Stücke drin sind oder Fasern, dann würde ich euch jetzt empfehlen, es zu pürieren. Aber ich püriere es nicht, weil ich mag es genauso, wie es ist. Ich will euch jetzt nochmal zeigen. Dieses hier, der Knöterich, den wir selbst gesammelt haben. Diese kleine Vanilleschote und ein bisschen Zucker, in dem Fall 200 Gramm. Allerdings, wenn ihr wirklich ganz, ganz süß mögt, macht ein bisschen mehr als 200 Gramm, weil ich bin ja eher eine saure, ergeben das 1 plus 2 plus 3 macht das. Das ist das wunderbare Kompott. Hier ist es jetzt auch fertig. Ihr seht, es hat auch diesen leicht rosanen Stich, so wie Rhabarber, ganz fein. Ich mache jetzt den Herd aus. Ich fülle es jetzt ab in so einen Kompott. Aufbewahrungsglas hier. Nehmen wir jetzt den Topf mal hier rüber. Ich mache das gleich heiß rein, weil ihr seht ja, ich habe da noch eine ganze Portion und es ist so, dass junge Triebe auch zwischendurch immer wieder mal übers Jahr kommen, aber natürlich bis Juni, Ende Juni ist natürlich so die Hauptzeit, in denen der Knöterich so frisch. Wenn ihr das jetzt heiß hier einfüllt, dann habt ihr das damit auch gleich haltbar gemacht. Ich stelle es mal so. Ja, kann ich auch noch besser arbeiten. Ihr könnt es noch besser sehen. So, wenn das nicht ein tolles Olala ist. Also bitte, was jetzt meine größte Freude wäre, was ihr mit diesem Kompott macht. Natürlich ist dazu ganz toll, ihr könnt ein Vanilleeis dazu noch nehmen und dann das kalte Kompott. Ihr könnt es einfach so essen, ihr könnt es in den Joghurt machen und ihr könnt es zum Beispiel auch wunderbar als Füllung, das habe ich neulich ausprobiert, in meinen Streuselkuchen machen. Ich habe euch ja meinen veganen Apfelstreuselkuchen, das Rezept, hochgeladen und da habe ich ja die Äpfel gerieben und reingemacht. Wenn ihr jetzt dieses Kompott da reinmacht, das ist ein Wahnsinnskuchen. Es ist so schon, aber mit dem noch viel besser. So. Jetzt hierzu, und ihr wisst ja, wenn es richtig haltbar sein soll, jetzt einmal aufs Köpfchen drehen, ist am besten. Und das wird jetzt gleich noch gegessen, schmeckt lauwarm auch so. Also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr geht den Knöterich suchen und findet ihn und macht das Kompott. Es kostet nicht viel, macht viel Spaß, ist gesund, schmeckt gut, macht einfach Freude, es macht so glücklich. Also, tschüss, bis bald. Das ist so eine gute Süßigkeit. Es schmeckt einfach Wahnsinn. Rhabarber war gestern, Knöterich ist heute. Und wer noch mehr Rezepte will, schau mal hier rein und schau mal da rein.